Hallo und herzlich willkommen zu Slime Rancher. Oh mein Gott. Ihr seht schon im Titelscreen, hier geht die Party. Oh yeah, Baby. Ich brauche ein neues Format namens Cuteness Overload oder irgend so ein Scheiß. Aber guckt euch das an. Oh mein Gott. Es ist ein Spiel, in dem geht es um Slimes. Diese kleinen süßen Dinger hier. Und wir müssen sie, ja, züchten. Oh Mann, ich freue mich so auf dieses Spiel. Das ist in der Pre-Alpha. Man glaubt es kaum. Erhält dich auf Humble Bundle. Es ist quasi ein Start wie Stonehearth, ja. Nur, ich empfinde es jetzt schon als ziemlich, also für eine Pre-Alpha ziemlich weit. Deswegen wollen wir mal hier ein neues Spielchen starten. Natürlich schon getestet, ob es überhaupt funktioniert. Natürlich ruckelt es hier und da und, ne, hat seine Problemchen, aber im Großen und Ganzen läuft es. Und, ja. Das ist unsere Ranch. Unser cooles futuristisches Haus sitzt irgendwo weit, weit weg von der Erde auf einem fremden Planeten voll mit Slimes. Und wir haben hier unseren Vakuumierer. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Es stand im Tutorial, wie das Ding heißt. Ich habe es übersprungen irgendwie. Und wir haben zwei Arten. Einmal schießen und einmal saugen. Ganz genau. Karöttchen, leckere... Ups. Karöttchen, nom nom nom. Wir schnabulieren mal hier unsere Karotten. Und hier sind noch Drachenfrüchte oder Früchte. Oh, und sogar Wasser. Nice. Das ist die World Border. Kann man hier... man kann drüber hinaus. Okay, vorsichtig runterspringen. Okay, also wir haben hier die Ranch. Wir haben Blobs eingesaugt. Muhaha. Und ja. Ganz den freien Viecher mal einsammeln hier. Kein Chaos auf meiner Ranch, bitte. Und das ist das Wichtigste, was wir hier brauchen. Slime-Kacke. Oh ja. Schöne, wunderschöne, wertvolle Slime-Kacke. Es gibt nichts über Slime-Kacke. So, hier haben wir ein Gehege. Mit der Maus kann man hier wunderbar durch die Gegend scrollen. Oder die Maustasten halt. Und mit Linksklick wieder ausschießen. Und wenn wir jetzt auf so einen kleinen süßen Slime hier so eine Karotte schießen... Nope. Dann kackt er. Ist es nicht schön, wie er kackt? Ups. Ja. Raus da. So. Und wir haben... Ja. Die pinke Kacke können wir jetzt wunderbar auf dem Markt verticken. Das ist unser Markt. Wir sehen hier die Preise. Für die pinke Kacke kriegen wir 7 Münzen. Dollar, bling, bling. Und die brauchen wir bloß da reinschießen. Und schon haben wir Geld gekriegt. Das ist, ja... So einfach kann es gehen. Wir haben hier quasi wie, ja, Harvest Moon-like ein Haus. Da können wir reingehen. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Mail oder schlafen oder zurück. Warte mal, hatte ich nicht sogar Post? Können wir reingucken? Welcome to the far, far range. Sehr schön. Okay. Aber der Tag ist ja noch jung, ne, Freunde? Deswegen... Ist das? Oh, ein Küken! Chikado. Oh, klein und püschig und gefüllt mit Marshmallows. Ich will mal hier ein neues Gehege eröffnen. Man kann hier verschiedene Sachen machen. Man kann hier ein Gehege machen, einen Garten, um Karotten anzubauen. Koop, was ist das? Gibt's Chicken? Okay, für Chickens ein Silo. Kann man alles reintun. Oh, hier kann man sogar eine Vernichtungsmaschine machen. Und ein Teig. Teig. Oh Mann. So, Teig. Aber ich würde gerne einen Garten haben. Hallo? Und natürlich. Oh, guck mal, wie schön. Kann man noch mehr reinwerfen? Nö, okay. Gut. Euch geht's gut, ja? Kann ich denn meine Chickens damit reinwerfen? Ohne dass sie gefressen werden? Oh. Ja, das geht. Und die kleinen Marshmallow-Chickies? Wachsen die noch aus? Der hat das Chick gegessen! Nein! Du Mörder! Oh. Oh nein! Der hat das Chicken gefressen! Oh Gott! Oh Gott! Gut, Entschuldigung. Packe ich die Dinger mal dahin, so in die Ecke. Die werden jetzt nicht unbedingt direkt verschwinden. Und wenn, dann spawnen sie eh wieder, glaube ich. Also,
Spielverständnis habe ich nicht so ganz viel. Also ich habe jetzt nur so gedacht, dass wenn die da jetzt sind, dass die dann noch wiederkommen. Also wir sind mal hier, mal in die freie Wildbahn, ja. Hier gibt es nämlich noch mehr Schleime die Schleims und noch mehr Puppe die Pup und noch mehr Früchte die Frücht. Gespawnt, sag ich doch. Und hier wird fleißig gegessen, glaube ich, am Früchtebaum. Karotten gibt es hier noch mehr. Karotte. Noch mehr Karotten. Und aus dem Weg, ihr kleinen Slimes, mit euren Abu-Papas. Oh, Entschuldigung. Eins. Das war keine Absicht. So, ist hier noch irgendwas? Nope. Einfach super süß. Unfassbar ehrlich. Wie süß die Viecher sind. Hallo. Mit den Karotten und dein Pup. Hihi, huhu. Hihihihi. Mehr Pup. Mehr Slime. Klass. Ja. Karotten. Oh. Wir sind voll. Dann esst die Karotten. Los. Ja. Pup. Noch mehr Pup. Ja. Puppidi puppidi pup pup pup. So, unsere Karotten sind voll. Wir sollten mal zurückgehen. Und ein bisschen was ablegen gehen. Mal gespannt, wie groß die Welt ist. Weil es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Slimes. Die müssen ja auch irgendwo herkommen, ne? Und hier gibt es nur pinke Slimes. Also jetzt mal unser Pup verkaufen gehen. Das gibt wieder ordentlich Kohle. Wir vielleicht ein neues Gehege kaufen für zum Beispiel die Hennen. Ist die Frage, will ich Pink Slimes? Ach komm, hier. Oh Mann, oh Mann. Okay. Erstmal Pup verkaufen gehen hier. Sehr schön. Karotten. Wir können ja auch verfüttern gehen. Hier wachsen schließlich welche. Ne? Ja. Hoho. Nom, 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 nom. Wunderbar. Los, esst meine Karotten. Ich brauche eure Pup, Pup, Pup. Ins Gesicht geworfen. Ist die Kakarotte da? Habt ihr alle genug gegessen? Seid voll? Ich will euch erzählen hier. Ups. Will euch nicht. Was da? Okay. Halt. Wow! Achievement! Ball Pit. Sehr gut. Es gibt sogar Achievements. Oh mein Gott. Kannst du mal sehen. Achso, Karten verkaufen. Für ein neues Pit-Pit. Pitty-Pit-Pit. Ah, es reicht noch nicht ganz. Schade. Okay. Nein. In your face. Ist das jetzt los? Ich glaube, die sind voll. Ups. Seine Scheibe zerquetscht, ey. Was ist das? Ranch Exchange Offline. Okay, man kann wahrscheinlich noch, ach ja, genau, hier vorne noch ein Gerät, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Und zwar das hier. Was ist das? Oh, okay. Backpack Upgrades. Noise Jetpack. Dash Boost. Pulse Wave. Okay. Okay. Tank Boost. Oh, Tank Boost ist gut, aber erstmal müssen wir uns hier um die grundsätzlichen Sachen kümmern, glaube ich. Wie zum Beispiel neues Gehege.
Und wir gehen dann mal raus. Und oh, stimmt, es gibt Tageszeiten. Es wird, glaube ich, gerade dunkel. Die Sonne geht langsam unter. Die Musik hört hier auf. Hat irgendjemand hier noch gepupt? Pupidi-pup. Diese Slimes sind echt so niedlich. Ein Nest. Hier war auch irgendwo so ein Marshmallow-Chicken-Vieh gewesen. Halt. Blup. Aha. Hier ist eine Kiste. Was mache ich mit der Kiste? Was ist da drin? Ah! Woo! Wusste ich doch. Irgendwas ist da. Hier, meine Freunde. Wollt ihr Karotten haben? Du... Hast du gerade... Achso, das war dieses Ding, was du gegessen hast, ne? Ein Huhn. Ich dachte, hätte mein anderes Vieh gefressen. Ah! Entschuldigung! Ah! Lass das! Schön. Okay. So macht man es also mit den Kisten. War da hinten nicht sogar noch eine Kiste gewesen? Ich glaube, wir sind random. In meiner anderen Welt war da eine Kiste. Dann ist sie wohl da hinten jetzt gewesen. Ist okay. Whee! Was? Es ist Nacht. Ach stimmt, wir haben oben links auch eine Zeitanzeige. Ich bin auch ein Held. Ich bin blind manchmal. So. Einmal. Was bist du denn? Ach du Scheiße. Ein Roostro? Okay. Blah, blah, blah. Warte mal, wir verkaufen kurz mal unseren Pup. Und dann? Soll man hier nachts arbeiten? Ich weiß es nicht. Ist das eine gute Idee oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, wir kaufen jetzt ein neues Gehege für unseren neuen Phosphor-Slime. Alle. Hopp. Hallo. Booster. Okay. Der Hahn im Korb. Was isst du denn? Du kannst fliegen. Was isst du? Du isst Früchte. Das ist gut. Das heißt, hier kann ich meine Hände unterbringen. Haha. Zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Ich hoffe, der Rooster ist auch dazu da, um Baby-Nachwuchs zu schaffen. Hühnchen-Nachwuchs. Und wir gehen jetzt mal schlafen, glaube ich. Es ist Schlafzeit. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, aber Tageslicht ist mir lieber als Dunkelheit. Zack. Und sleep until morning. Ist ja witzig. Return to Ranch. OMG, es ist so niedlich. Ich könnte kotzen vor Niedlichkeit. Das ist der Wahnsinn. Hey, nicht... Hallo. Hallo. Oh, du schläfst ja noch. Der sabbert ja ein bisschen, wenn er schläft. Oh mein Gott, das ist... Mach mal auf hier. Hey. Ah. Lass das. Hey, jetzt mein Gemälde. Sackgesichter. Ich glaube, es hackt. Eiskalt, ey. Unfassbar. Huch. Hä? Achso. Jetzt haben wir noch Karotten. Ah! Die wollen abhauen, die Schweine! Lass das! Stop! Die sind clever, die kleinen Viecher. Ihr habt da Futter. Bitteschön. Guten Morgen, klein Fiss. Die haben mein Phosphorvieh gefressen. Die. Oh mein Gott. Die haben mein Vieh gefressen. Oh, aber ja, die vermehren sich. Sehr gut. Vermehren Hühnerstall, toll. Diese bösen Slimy-Slimes. Oh, Mann. Können wir die Slimes eigentlich verkaufen? Das wäre mal ganz gut, langsam. Oder ich schieße sie wieder in die Wildnis. Warte mal, wir können mal... Oh, das gibt's doch nicht. Was ist mit diesen Slimes? Ich glaube, ich muss sie auf die andere Seite der Ranch verfrachten, sonst fressen die mir hier alles auf. Alter! Krasse Viecher. Okay,
Okay, wir haben jetzt hier 2, 3. Oh, das wollte ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Muss reichen. Der Rest ist wieder ausgesetzt. Jetzt reicht's. Eiskalt weggefressen, ey. Und ich war so stolz auf dieses kleine blaue Vieh. Jetzt bin ich traurig. Die haben mein blaues Vieh aufgefressen. Eiskalt. Mörder. Oh. So, hier. Oh, die wachsen nach. Wie schön. Geerntet. Nom. Ah ja, so geht's. Okay. Weg, ihr kleinen Mistviecher. Fräßigen Allesfresser, ey. Meine Güte. Der Wahnsinn. Woo. So. Ich würde sagen, erstmal genug für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich finde das Spiel extrem witzig, ja. Mal gucken, wie viel Content es noch bietet. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das werden wir noch herausfinden in der ersten Pre-Alpha Version 0.2.2. Mal gucken. Aber ich finde es jetzt schon grandios. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.